Geschichte da mal. Das mache ich eigentlich am liebsten, dass ich in der Früh mit dem Paragleiter auf den Berg raufgehe, dann von oben runter fliege und dann gemütlich mit meiner Freundin frühstücke oder dass ich meine Freundin einpacke und irgendwann in den Süden fahre, nach Italien zum Radlfahren und irgendwelche schönen Pässe abfahre, mich oben dann mit der Freundin treffe auf einen Kaffee und auf einen guten Kuchen und am Abend noch vielleicht auf eine gute Pizza gehe oder auf irgendein gutes italienisches Gericht. Wir beide lieben Italien. Also das ist für mich sicher die beste Kombination, Sport plus gemeinsame Zeit mit meiner Freundin am Berg oder beim Sport zu genießen. Das ist eigentlich das, wo ich am meisten Kraft tanke. Ja, Corona ist natürlich heuer das Thema Nummer 1 und hat mich jetzt im Sommertraining überhaupt nicht stark eingeschränkt. Das heißt, ich habe ganz normal in Werfmengen meinen Sport machen können, habe am Berg gehen können, war jetzt auch vor kurzem in Südtirol mit meiner Freundin, habe super Radlrunden machen können. Aber natürlich, die Saison war viel zu früh aus. Ist natürlich schade gewesen jetzt für alle. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich super jetzt im Sommer schon auf den Winter vorbereitet. Wir sitzen da bei 30 Grad plus, also ich freue mich schon auf kühle Temperaturen. Und dass ich bald wieder meine zwei Skier unter mir sehe und irgendwo den Berg rauflaufen kann. Ja, mich fragen immer ganz viele Leute, Jakob, warum magst du den Winter lieber wie den Sommer? Ja, und für mich gibt es eine ganz leichte Antwort. Ich hasse Schlangen, speziell Kreuzottern. Und ja, im Winter habe ich das Problem nicht. Da sind Gott sei Dank alle eingeschneit, die sind im Winterschlaf und ich kann mit meinen Skiern da problemlos drüber gehen, sehe keine Schlangen und kann dann mit meinen zwei Brettern runterfahren. Na, Spaß beiseite, es stimmt zwar, ich habe Angst vor Schlangen und mag es nicht besonders gern, aber mich fasziniert einfach das Skifahren so, wenn die ganze Landschaft mit Schnee bedeckt ist. Das ist ähnlich, glaube ich, wie eine Mondlandschaft und es hat ganz was Magisches. Und ja, das taugt mir einfach am meisten und ich freue mich jetzt schon wieder sehr, sehr auf den Winter und kann es kaum erwarten, dass der Schnee wieder kommt.